ersten Double geschafft. Und jetzt nimmt er einen Vorsprung von 25 Hundertstel mit. Marcel Hirscher, der letzte Läufer hier im Slalom von Adelboden. Stellt sich einmal in die Spur rein, kriegt einen guten Rebound. Ja, da gibt Gas. Schau, 5 Hundertstel dazu gewonnen. Der Typ sehr flott, der kennt auch keine Gnade und das wirkt so sicher bei ihm. Ja, der trifft die Spuren, der gibt Gas. Der hat halt auch den perfekten Körperbau. Das sieht unglaublich dynamisch aus. Ja, unglaublich. 22 Hundertstel, da ein bisschen was verloren auf Matt, aber jetzt wird spannend. Okay. Matt ist einfach der größte Konkurrent für Marcel Hirscher. Hier kommt er jetzt in den Zielhang. Jetzt bin ich gespannt. Gestern ein wilder Ritt hier auf dem Zielhang. Du, der kann noch eine engere Linie fahren. Ah, ja, muss aber klarstellen. Aber schau, 36 diese enge Linie, was er da gefahren ist, da hat er schon was geholt. Aber wieder hat er auf dem Zielhang ein Problem. Und die Frage ist, wie viel hat es gekostet? Hört sich das aus? Schau, er gibt es aber richtig Gas. 1,51,7, na sowieso! Wie heißt der Sieger? Marcel Hirscher. Double in Adelboden, so wie vor 6 Jahren schafft er das auch in diesem Jahr wieder.